Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Fuser. Wundert euch nicht, warum mein Mannequin so wahnsinnig komisch aussieht. Ich habe mich da ein kleines bisschen verändert. Das sieht doch toll aus, oder? Ich musste meine Zitrönchen hier oben ein kleines bisschen zeigen. Komm, ich bin stolz auf mein A-Körbchen, ja? Ja, ich nehme diesen Party jetzt das zweite Mal auf, weil ich gemerkt habe, eure Kritik ist berechtigt. Ich bin teilweise so wahnsinnig wenig am Schauen, was eigentlich gefordert wird in dem Level, dass ich, weil ich die Mucke so richtig fühle und eben so immer mitmache, wie bei den Mannequin jetzt hier, ich versuche immer so ein bisschen mitzufühlen, mitzufiebern bei dem Spiel und dabei vergesse ich immer wieder, was ich eigentlich machen muss. Ich muss mehr auf die Anweisungen achten und das wollen wir heute mal testen. Ich will heute mal wirklich mich fokussieren und wirklich die Anweisungen befolgen und versuchen, so eine perfekte Runde zu machen und mal gucken, ob das punkttechnisch dann besser für mich laufen sollte. Das wurde nämlich kritisiert in den letzten Parts. Toffi, du solltest mal mehr auf das achten, was in dem Spiel gefordert wird und dann geht es vielleicht auch besser mit den Punkten. So, und dann kannst du auch mal den Beat ein bisschen genießen. Wenn ich nicht ständig irgendwas ändere, kann ich ja auch den Beat genießen. So, jetzt probieren wir es mal. Die Leute reden von dir. Da musst du dich auf dieses Set ganz besonders konzentrieren. Die Leute reden von mir und ich muss mich konzentrieren. Oh Gott, die wissen doch ganz genau, dass ich das nicht kann. So. Never gonna give you up, droppen. Okay, alles klar. Droppen wir never gonna give you up. Geben wir mal ein bisschen Stoff dazu. Und push it muss dazu. Aber in einer anderen Form. In dieser hier. Heiß. Und natürlich brauchen wir Vocals von Jolene. Ah ne, nur drei einschließen. Okay, dann machen wir das hier raus. So, und jetzt Bust the Move. Wo ist Bust the Move? Was hättest du gern? Also egal was von Bust the Move? Gigantisch, yeah. So kriege ich Punkte. Jolene, 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 Jolene. Das ist doch ein schöner Name, yeah. Okay. Die ersten Punkte sind gut. Freut mich. Was kommt als nächstes? 280er-Disc einschließen. Das haben wir schon. Dann lassen wir es so. Oder wobei, komm. Nee, ich will es jetzt wirklich mal fokussiert auf das machen, was gefordert ist. Und wir haben schon 280er, deswegen lassen wir es erstmal so. Und machen wir ein bisschen Ding rein hier. Warte, wo haben wir es? Hier haben wir ein bisschen Ding. Aber kommen ein paar neue Vocals von Temperature oder sowas, wären schon immer nicht schlecht, oder? Oh, das ist cool. Ich habe die richtigen Temperaturen hier. Ich gehe gerade auch voll ab. So gewinnst du ihr Herz und ihr Gehörgang. Genau, das ist neu. Das habe ich, wie gesagt, vorher schon gesehen. Ein Pickup ist der ideale Zeitpunkt, um einen Disc zu droppen. Markier einfach einen Song, um Pickups zu sehen. Da seht ihr jetzt Punkte bei den Songs. Und genau an diesem Punkt solltet ihr das jeweilige Ding droppen. Ob es jetzt der Bass ist oder den Vocals oder sonst irgendwas. Genau an dem jeweiligen Punkt. Und das habe ich vorhin auch jeden Fall nicht richtig gut hingekriegt. Ich habe jetzt geübt. Ich hoffe, ich krieg's in Zukunft hin. Und auch unten in der Leiste kann man das sehen. Ich probiere es. Push it soll ich droppen. Mit Vocals. Okay, alles klar. Das war jetzt gerade ein bisschen... So, jetzt habe ich... Hä? Aber ich habe es richtig gemacht. Warte mal. Ich muss noch mal kurz warten, bis ich Push it droppen kann vom Vocals hier. Jetzt hat's geklappt, okay. Okay, hat gerade nicht so richtig geklappt. Never gonna give you up, Vocals droppen. Jetzt geklappt, sehr gut. Und wir haben 280er drin. Das heißt, wir genießen. Und guckt auf meine Hasenohren im Spiel. So, Push it hören. Ich muss Push it hören. Warte. Ich muss warten, bis Push it gut kommt. Ja, das war gut, Push it. Und irgendwas mit Geige oder was?
Was? Hä? Aber was ist das? Ach, das war... Ah, das war das Zeichen. Oh, ich habe das Zeichen falsch interpretiert. Okay, einen Fehler haben wir drin. Ich habe das Zeichen leider falsch interpretiert. Es tut mir leid. Kommt nicht wieder vor, hoffentlich. Okay, wir können es erstmal so lassen. So, und jetzt noch mal ein bisschen Maya hier, oder? So, jetzt wird er Trompete hören, hier irgendwas mit Trompete, hier zum Beispiel. Dann warten wir auf den roten Punkt. Oh, komm, der kommt aber viel zu spät hier, der rote Punkt. Jetzt, gut. Haben wir gut hingekriegt. Ah, das kann man ja nicht lange in der Güte anhaben. Lieber Lady Marmalade, oder? Überrumpel sie, tu so, als würdest du dein Set beenden und dann peng! Mit was? Nur drei Discs einschließen? Okay, wir beenden unser Set, indem wir Lady Marmalade rausnehmen. Und dann denken alle, oh my goodness, what the fuck? Und am Ende kommt nochmal richtig, richtig geiler Shit. Sehr gut. Das Publikum ist begeistert, Leute. Ja, so will ich das sehen. Nur zwei Discs einschließen, okay. Oh, da hätte ich auch auf einen Moment warten können, ne? Da hätte ich wahrscheinlich auch auf einen perfekten Moment warten können, um die Discs rauszuschmeißen. Habe ich in dem Fall nicht gemacht. Sorry. So, jetzt nehmen wir die anderen aber wieder mit rein. So. So. Beim Pickup droppen ein Mal Vocals und zwar von Temperature. Yeah! So, spiele was aus den 20ern. 2020. Hier zum Beispiel. Yeah! So krieg ich Punkte. Das ist jetzt so den neuen Song, den ich vorher nicht kannte, wo ich vorhin gesagt habe. Den kann ich halt einfach nicht. So, 2 der 80er haben wir schon drinne. Komm, ich muss ein bisschen Stimmung machen. Au, ich habe mir den Ellbogen geschlagen. Egal, Stimmung. Ein paar Sounds der 70er rein. Okay, Moment. Wie kann man denn hier Schönes? Jolene, natürlich. Oh, ah, jetzt hätte ich wieder oft drauf achten sollen. Hier zum Beispiel so. I want hot stuff. Hot stuff. Hot, hot. Lady Marmalade will jemand hören. Okay, alles klar. So. Und ein bisschen Ding hier reinmachen. Warte. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ah, sehr gut. Ich werd besser in dem Spiel, oder? Das ist doch Hot Stuff. Nur 3 Discs einschließen. So, und jetzt mal irgendwie Push It einbeziehen. Yeah. Oh, ach, Push It Vocals. Oh, shit. Push It Vocals, Leute. So. Entschuldigung. Falsch interpretiert. Das nett? Als ob das nett war. Das war genial, ja? Wusch. Und jetzt den hier. Wusch. Beenden. Yeah, guck mal.
Jetzt haben wir richtig gute Wertung, oder? Über 4 Sterne. Ich bin begeistert. Also, jetzt ist es offiziell. Du kriegst heute Abend hundertprozentig meinen Headliner-Platz. Ja, yeah. Okay, Leute, vielen Dank für diesen Tipp. Bitte bedenkt, dass ich Tipps auch gerne annehme. Nicht, dass ihr immer sofort negativ Bewertungen oder sowas. Schreibt mir sowas in die Kommentare. Hey, Toffi, du musst auf das und das und dies und jenes achten. Dann mache ich das. Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin euch ja nicht böse, wenn ihr Verbesserungsvorschläge reinbringt. Nur bitte vernünftige, konstruktive Kritik. Und dann bin ich auch zufrieden. Und dafür kriegen wir eine geile Hose. Aber ich sehe gerade aktuell schon richtig geil aus. Und ein neues Level? Nein, nicht? Och Mann. Okay. Und weil es so schön war, machen wir gleich nochmal eins hinten dran, oder? Wir haben erst 11 Minuten. Komm, versuchen wir unser Glück nochmal in dem nächsten. Ich hatte tatsächlich interpretiert, dass man hier Punkte kriegt, indem man halt schnell alles droppt. Im Sinne von zack, 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 immer wieder und dann gibt es immer neue Punkte. Anscheinend nicht so. Ich bin offensichtlich ein Trottel. So, der beste Platz überhaupt. Schauen wir uns mal den besten Platz. Also der beste Platz überhaupt ist ja in meinem Schoß. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Das klingt ein bisschen falsch. So, stellen wir unser Set zusammen. Habe ich wieder zu... Ah, ich habe leider keine Musikdinger gekriegt, weil ich tatsächlich ja kein Level aufwärts gekommen bin. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal das mit rein, was wir hier so finden, was schon freigeschaltet ist. Genau. So, und dann das da noch. Und Thunder. So, damit bin ich zufrieden. Bühnenset lassen wir einfach mal so und gucken, was dabei rauskommt. Headliner! Ich bin echt stolz auf dich. Jetzt gib ihnen, was sie erwarten. Sie erwarten einen sexy Toffi. Wir droppen jetzt erstmal hier. Bam! Und dann droppen wir hier den da. Von jetzt an wird das Publikum mehr von dir erwarten, aber wenn du ins Rutschen kommst, dann rutsch einfach wieder raus aus dem Schlamassel. Toll! Das Interesse des Publikums verliert sich mit der Zeit. Ändere deinen Mix ständig, damit die Leute weiter tanzen. Aha, jetzt kommt also wirklich der Punkt, wo man ständig wechseln muss. So. Und wir müssen natürlich auch noch das Rote droppen. Ah nein, falscher Knopf! Ah! So, jetzt haben wir das Rote gedroppt. Entschuldigung, nicht drauf geachtet. Los, los, los! Zwei Dance einschließen. Okay, wo ist Dance? Hier zum Beispiel. Falscher Knopf, Mann. Ich vergesse immer den Knopf. Lightning in the thunder, 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 feel the thunder. Oh, Alter, geil. So, nur zwei Discs einschließen. Hol's dir. Crazy, but here's my number. So call me maybe. Falscher Knopf, ich trottel. Bin ein Trottel, ich bin ein Trottel, so nenn mich Trottel. Chaku Lulu, Zulu müssen wir reinnehmen. Wo ist es?
da vorne. Nur zwei Discs hier. Oh, haben wir noch genug Zeit für die zwei Discs? Ja, müsste eigentlich noch reichen. Yeah. Sehr gut. Aber ihr seht schon, das Publikum ist sehr anspruchsvoll. Fantastisch und der Beste. So, man muss sich halt einfach wirklich die Knöpfe merken. Das ist das Wichtige. Ein bisschen. Yeah. Perfekt. Jetzt habt ihr gedacht, ich schaff's nicht mehr, ne? Natürlich schaffe ich das noch. Rap und Hip-Hop. Okay, alles klar. Wo haben wir hier? Haben wir ein bisschen Rap und Hip-Hop. If I was you, I'd wanna be me too. Immer wieder die Knöpfe. Am meisten Problem mit dem Vocal-Knopf, den kann ich mir immer gut merken irgendwie, aber die anderen irgendwie nicht so. Ah, hab ich nicht ganz geschafft. Okay, alles klar. Ich versuche trotzdem mein Bestes. So, zweimal links droppen. So. Zweimal einschließen. Okay, alles klar. Das war hier so mit dem hier, ne? So, und dann... Nee, Gott. Hä? Ups. Ah, wie ging das nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Ah, so ging das. Legen wir etwas Dance auf. Okay. So, sehr gut. Ich hab's noch hingekriegt. Den einen. Aber es wird komplexer. Ich krieg's irgendwie nicht so richtig hin manchmal. So, dreimal einschließen. Call Me Maybe, okay, alles klar. So, und dann nochmal das Zeichen hier. Okay. So. Aber ich muss wieder... Ah, das ist halt echt komplex, dass man immer... Du willst den Wünschen des Publikums gerecht werden, du willst den Anweisungen hier oben drüber gerecht werden. Es ist echt anstrengend. Aber das macht das Spiel ja auch interessant, ne? Nur einmal das Ding einschließen, okay, alles klar. Und zwei Discs auswerfen. Unglaublich! Naja, so gut war es bisher nicht, aber ich gebe mir Mühe. So. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen wieder den Beat zurück. So. Rock einschließen. Okay, hier noch ein bisschen Rock mit rein. Ah, nee, nochmal Rock. Ah, es ist zwei Rock. Ja, reicht nicht mehr ganz. Mist, ich komme nicht komm durcheinander. Es ist, du musst auf so vieles achten. DJ ist offensichtlich ein sehr, sehr schwieriger Job. Ich weiß es jetzt ernsthaft. Also, DJ ist wirklich ein sehr, sehr schwerer Job. So, Snapshots aufnehmen.
Stark. So, Me Too. Wo ist Me Too? Da. So, und ein bisschen was mit Blb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 l
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Fuser oder bei was anderem. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.